sehen, was auf der anderen Seite ist. Sind unterwegs. Star Wars ohne Lichtschwert? Eigentlich unvorstellbar. Bei Republic Commando aber genau der Fall. Hier gibt's statt hinterhältiger Machtspielchen geballte Ego-Action mit dezentem Taktikeinschlag. Als Teamführer einer vierköpfigen Kommandoeinheit nehmt ihr es in drei großen Missionen mit zahlreichen Droiden, Kampfrobotern und Aliens auf. Auf Knopfdruck sprengen die Kommandos Türen, packen Sicherheitspaneele und beziehen Position als Scharfschütze. Die Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung sind jedoch stark begrenzt und nur an vorgegebenen Stellen ausführbar. Eingeschränkt präsentiert sich ebenfalls die Waffenauswahl. Neben dem Standard-Sturmgewehr, das ihr mit wenigen Handgriffen zum Scharfschützengewehr und Granatwerfer umbaut, besitzt ihr nur noch eine weitere Waffe. Je nach Mission ballert ihr dann entweder mit futuristischer Schrotflinte, Energiewaffe oder Wookiebogen. Hast ein paar Freunde gefunden? Verschnaufpausen gibt's kaum oder nur gezwungenermaßen, wenn ihr aufgrund des knackigen Schwierigkeitsgrades das Zeitliche segnet. Dann könnt ihr euch aber von euren Klonkumpels jederzeit wiederbeleben lassen. Gegen das heftige Tearing sind jedoch selbst die Elite-Soldaten machtlos. Der hier bewegt sich noch.